Matthias Weiß. Ich bin Liedermacher und Kabarettist. Nichts ist das einzig Wahre, auf nichts ist heutzutage noch Verlass. Nichts ist noch stärker als die Liebe, nichts ist ein wirklich guter Grund für Hass. Jetzt habe ich dir ins Lied reingefuscht. Das macht nichts, das haben andere auch schon gemacht. Hallo Matthias. Hallo. Ich bin erstmal ganz überrascht, weil wir haben uns eben entschlossen, dass wir was zu trinken holen. Und du hast gesagt, auf den Flügel darf man das Getränk stellen. Das ist für mich so ein Heiligtum und da bist du ganz schmerzlos, oder wie? Ich habe ja zwangsweise, wenn ich längere Zeit am Flügel sitze, die Situation, dass ich irgendwas zu trinken brauche. Was ich nicht gern habe, ist, wenn dann andere Menschen kommen und das als Ablage für Speisekarten in Restaurants, für Mäntel im Fall überfüllter Garderoben etc. benutzen. Und Frauen, die sich drauflegen und schmachten, hast du die gerne auf deinem Flügel? Bisher nur ein einziges Mal. Echt? Und die hat Geld dafür bekommen und hatte ein Meerjungfrauenkostüm an. Und sehr schön. Ich finde, es liegt Liebe in der Luft, weil dein Beruf aus Liebe zur Sprache und zum Klavierspielen entstanden ist. Und wenn man sowas über sich sagen kann, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht, oder? Aus Liebe einen Beruf wählen. Das glaube ich schon auch, ja. Und ich denke auch, dass es mir nicht möglich wäre, irgendeinen anderen Beruf in derart intensiv und gerne auszuüben wie den hier. Wie lange machst du das jetzt schon? Also ich habe angefangen damit noch während der Schulzeit im mittlerweile legendären Perkins Park. Ach komm. Da gibt es schon lange kein Klavier mehr und auch keinen Klavierspieler mehr. Aber damals, als ich angefangen habe, 92 oder 94 war das. Okay. Da war das noch richtig, wurde das zelebriert mit dem Barpiano. Danach war die Karriere steil nach oben. Nicht ganz linear, aber so die Tendenz war da. Aber so ist es ja immer, ne? Bei euch Künstlern ist es ja hoch und runter, damit muss man, glaube ich, leben, oder? Wenn man das nicht verkraften kann, sollte man es lassen. Sollte man es bleiben lassen, ja. Okay, wir reden gleich weiter. In meiner Sendung habe ich auch immer andere kulturelle Beiträge, unter anderem Cirque du Soleil. Schon mal was mit zu tun gehabt? Indirekt, ja. Was? Es war vor vielen Jahren, dass in Stuttgart am Flughafen Pomptuck and Circumstance zu Gast war. Mhm. Und da habe ich eine Saison lang mit zur Musik beigetragen. Mhm. Und da waren etliche Künstler, die auch beim Cirque du Soleil dabei waren. Okay. Und wir durften beim Cirque du Soleil in Stuttgart einen Blick hinter die Kulissen werfen. Wenn die Leute zur Show kommen, sehen sie 50 Artisten auf der Bühne. Was sie nicht sehen, ist das, was hier passiert. Viele Techniker, einen Bühnendirektor und einen Physiotherapeuten, der immer hier ist. Die Artisten machen sich vor der Show backstage warm und dehnen sich. Wir haben hier auch einen Fitnessbereich. Und einige trainieren vor und nach der Show. Die sind wirklich in Topform, weil sie nie damit aufhören. So these guys, they're in good shape, it's because they never stop. Wir leben im gleichen Hotel, wir fahren mit dem gleichen Bus alle zusammen und wir sind eine richtige Familie und wir haben so viele Kulturen gemischt zusammen und es ist richtig toll. Wir haben 1000 Kostüme mit auf Tour und wir haben natürlich Make-up. Jeder der Artisten muss sich vor der Show selber schminken. Das dauert circa bis zu einer Stunde. Wir haben hier so etwas, was sich Bibel nennt. So here they have the makeup. Auf den Fotos sieht man, wie es sein soll. Und es gibt eine Anleitung Step by Step, damit jeder weiß, was er tun muss. What they should do. Das sind mir die liebsten Gäste, gell? Die so schöne Stimmung verbreiten beim Interview. Matthias Weiß heute, Kabarettist und Liedermacher. Warum tust du das, was du tust? Weil es mir in den letzten Jahren mehr denn je das möglich macht, dass ich auch was sagen kann, natürlich. Also wenn die Menschen kommen und sich einen Abend lang auf mich einlassen, habe ich ja, wenn man so will, das Privileg, dass sie mir zuhören müssen.
Haben wir schließlich auch Geld dafür bezahlt. Ja, genau. Sagen, ja. Und ich ihnen Dinge mit auf den Weg geben kann, die mir wichtig sind. Und das ist mittlerweile auch eine der Haupttriebfedern eigentlich. Tatsächlich. Ja. Könnten wir also das Klavier auch weglassen und du könntest dich doch theoretisch einfach nur vors Publikum stellen und erzählen, deine Botschaft in diese Welt. Ich könnte das tun. Ich befürchte, dass dann allerdings die Anziehungskraft nicht so groß wäre und die Leute nicht derart gerne kommen würden. Ja, und man muss ja sagen, gell, also das ist ja auch so, wenn du da sitzt und spielst, man ist ja total gleich, gell, man geht so gleich das Herz auf. Das ist schon schön. Was du mit deinen Liedern sagen möchtest und um was es dir geht, darüber reden wir gleich und jetzt machen wir eine kleine Pause. Also bleiben Sie dran. Ja, wir sind zurück, zusammen mit Matthias Weiß, Liedermacher und Kabarettist. Wir haben gesagt, oder du hast uns erzählt, du hast eine ganz spezielle Botschaft, die du in die Welt hinaustragen willst mit deiner Kunst. Welche ist das? Dass ich versuche, die Menschen, mein Publikum, zu sensibilisieren, darüber nachzudenken, wie sie miteinander und mit sich selbst auch und mit der Welt umgehen. Wieso dieses wahnsinnig komplexe Thema? Hauptsächlich ist ein Ereignis gab vor einigen Jahren, das mich dazu gebracht hat, dass ich viele Dinge noch mal neu betrachten musste und auch meine Sichtweise durchaus in der einen oder anderen Hinsicht zu korrigieren hatte. Das war die Geburt meiner Tochter. Das ist für euch Männer so ein krasses Erlebnis, gell? Das war es in der Tat. Warst du im Geburtssaal dabei? Ich war mit dabei, ja. Wow, okay. Ja. Was ist dann passiert? Passiert ist, dass ich mir begonnen habe, mehr denn je Gedanken zu machen darüber, was wichtig ist und was wirklich grundlegende Bedeutung hat und wie viel doch mit Verlaub Larifari ist und überflüssiges Gedöns, womit man unter Umständen sehr viel Zeit und Energie verbringt. Deine Tochter, hast du uns verraten, heißt Mia, ist sieben, dreiviertel Jahre alt. Ja. Was hat sie für eine künstlerische Ader? Hat sie irgendwas? Sie macht eigentlich alles. Sie tanzt für ihr Leben gern, sie singt für ihr Leben gern. Tanzen war aber mein Stichwort. Das Palais der Kolchose ist im Moment in Stuttgart. Da wird so die Hip-Hop-Kultur aus Stuttgart gezeigt mit allen Facetten. Dazu gehört das Tanzen auch. Kannst du tanzen? Ich spiele Klavier. Und die anderen tanzen, wir schauen rein. Das ist das Battle im Palais heute im Zuge der Palais des Kolchose Ausstellung. Tanzen ist ein Ausdrucksding, ne? Wie der Herr da hinten auch schon macht, ne? Er drückt gerade aus, dass er sich zeigen will, ne? Nein, also es ist ein befreiendes Gefühl, es ist ein ausdrückendes Gefühl, es ist etwas, wo man leben kann, wo man was lernen kann, wo man es mitnimmt für die Zukunft und wo man auch übertragen kann in andere Arten des Lebens. Wie viele Kopfschmerztabletten hast du dabei? Eine ganze Packung. Wann tanzen wir zwei heute mit? In meinem Alter wahrscheinlich nimmer, weil ich mache lieber Yoga. Hip-Hopper, die sind immer so lässig und so cool. Dagegen, finde ich, sind wir Otto Normalos immer so Otto Normalos. Oder empfindest du das nicht so? Ich denke, die Hauptsache ist, dass man sich wohlfühlt. Ich würde lässig nicht als positiv oder negativ werden. Okay, sehr weise. Kommen wir mal zurück zu deiner Botschaft, die Art, miteinander umzugehen. Du verpackst es in deinem Programm und du schreibst jetzt auch Kurzgeschichten darüber. Richtig. Ich sag dir ganz ehrlich, ich verstehe das nicht. Ihr Künstler seid sowieso schon so wahrscheinlich mit Zeitdruck und ihr müsst eure Lieder schreiben, es muss alles, die Muse muss euch küssen, ihr geht auf Tour und dann macht ihr noch was zusätzlich. Ich habe nur durch eine recht grundlegende Änderung plötzlich mehr Zeit bekommen. Ich bin sehr viel unterwegs, mehr denn je, habe aber jetzt in letzter Zeit öfters das Auto stehen lassen, habe begonnen mit dem Zug zu fahren. Warum Kurzgeschichten jetzt auch noch dazu? Kann ich nicht sagen, ist mir einfach passiert. Also ich hatte es nie beabsichtigt. Ich hatte schon den ganz vagen Plan, eines Tages mal ein Buch zu schreiben, wobei ich da eher so an epische Ausmaße dachte von mehreren hundert Seiten. Jetzt sind es Kurzgeschichten von 5, 6, 7 Seiten. Und ich habe gemerkt, Mensch, das macht ja auch Spaß.
Und ich brauche kein Klavier dazu. Das heißt, ich bin, Stichwort Zug, ich bin viel selbstständiger und kann es im Prinzip überall machen, wo ich einen Zettel und Stift habe, im Extremfall nur. Und es hat sofort angefangen, mir Spaß zu machen. Wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich möchte natürlich nicht verpassen zu sagen, wo kann man dich das nächste Mal sehen? Das nächste Mal im Großraum Stuttgart wird hier in diesen heiligen Hallen sein, im Casino Kornwestheim am 29. Dezember. Okay, sehr schön. Da sollte man auf jeden Fall hingehen. Denke ich auch. Weil du bist irre sympathisch und du hast viel zu erzählen. Und ich glaube, das ist eine tolle Zeit, die man mit dir verbringen kann. Und wir beenden meine Sendung immer mit zwei Veranstaltungstipps, die nichts mit dir zu tun haben und nichts mit mir. Es ist ja bald Weihnachten und da ist man ja auch oft auf der Suche nach schönen Geschenken. Da gibt es eine tolle Veranstaltung und zwar im Römerkastell. Und da ist ein tollen Bazar. Die heißt Schöne Bescherung und da gibt es so ganz fein, süße, ausgewählte, handgemachte Sachen und am 9. und 10. Dezember. Mein Tipp ist eine Veranstaltungsreihe, die stattfindet jeden Samstag im Theater La Lune in Stuttgart. Ein winziges, sehr kuscheliges Theater. Da macht der großartige Kollege Tommy Mammel jeden Samstag seinen musikalisch-literarischen Salon mit wechselnden Gästen aus Musik und Literatur. Und es ist meiner Meinung nach jeden Samstag besuchenswert. Und darf ich mir zum Schluss noch mal wünschen, dass du noch mal was spielst? Gerne. Ja, dann verabschieden wir Sie mit nochmal tollen Klängen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.